In der letzten Woche haben wir uns bereits die Locky TriStar etwas genauer angeschaut und da kamen wir in dem Video schon immer mal wieder auf das passende Gegenstück aus dem Hause McDonnell Douglas zu sprechen. Deswegen schauen wir uns heute das Flugzeug mal etwas genauer an. Das ist die McDonnell Douglas DC-10. Damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Die zeitliche Einordnung, die wir immer zu Beginn eines solchen Beitrages machen, die fällt uns diesmal wahrscheinlich gar nicht so schwer. Denn das haben wir alles schon im letzten Video ganz ausführlich besprochen. Und all das, was für die Lockheed TriStar galt, das können wir jetzt auch eins zu eins so für die McDonnell Douglas DC-10 übernehmen. Diese Maschinen sind direkte Konkurrenzprodukte und kamen mehr oder weniger gleichzeitig auf den Markt. Und nur um das nochmal zu verdeutlichen, Mitte der 1960er Jahre, Ende der 60er Jahre sah die Landschaft aus Flugzeugherstellern natürlich noch ganz, ganz anders aus, als das heute der Fall ist. Den ersten Airbus gab es damals noch gar nicht. Strahlgetriebene Flugzeuge haben gerade erst den Markt wirklich für sich erobert. Und das auch nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern erst Stück für Stück. Und im zivilen Geschäft konnte neben Boeing vor allem auch der amerikanische Flugzeughersteller Douglas zu dieser Zeit wirklich punkten. Denn die brachten 1959 mit der Douglas DC-8 das direkte Konkurrenzprodukt zur erfolgreichen Boeing 707, die ab 1958 bei den Fluggesellschaften vertreten war. Nicht zuletzt auch den durchaus negativen Erfahrungen mit der de Havilland Comet geschuldet, dem ersten in Serie gebauten Verkehrsflugzeug mit Strahltriebwerken, waren die Fluggesellschaften noch etwas zurückhaltend, wenn es um diese neue, vielversprechende, aber doch irgendwie etwas abenteuerlich anmutende Technologie ging. Das heißt, sie waren auch zurückhaltend bei Bestellungen. Man konnte das noch nicht so richtig berechnen, inwiefern strahlgetriebene Passagierflugzeuge jetzt in den nächsten Jahren funktionieren oder halt eben nicht. Das heißt, Flugzeughersteller haben zu dieser Zeit solche Flugzeuge immer auch gleichzeitig als passende Militärmaschinen konzipiert. Die Boeing 707 beispielsweise wurde in ihrer Militärversion als KC-135 extrem erfolgreich. Die ebenfalls durchaus auch als Tanker geeignete Douglas DC-8 zog da allerdings den kürzeren und konnte sich auf dem amerikanischen Militärmarkt nicht wirklich durchsetzen. Tja, trotzdem machte sie bis zum Erscheinen der Boeing 747 als damals größtes Passagierflugzeug der Welt auf sich aufmerksam. Von einem Wettbewerb der US Air Force zu dieser Zeit für ein strahlgetriebenes Großraumtransportflugzeug habe ich euch ja schon im letzten Video bei der Lockheed TriStar erzählt. Und da haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass Lockheed diesen Wettbewerb für sich entscheiden konnte mit der Lockheed C-5 Galaxy. Und die anderen beiden großen Flugzeughersteller, Douglas und Boeing, die haben ihre für diesen Wettbewerb doch schon recht ausgereiften Ideen dann weiter verfeinert und daraus Passagierflugzeuge gemacht. Daraus entstanden dann Ende der 1960er Jahre ganz konkret bei Boeing die 747 und bei Douglas dann die DC-10, ein leicht unter der Kapazität der Boeing 747 angesiedeltes Flugzeug. Und wie wir wissen, zog Lockheed dann mit einem ähnlichen Konzept auch in diesem Bereich noch einmal nach. Tatsächlich dachte man bei Douglas zu dieser Zeit auch einmal ganz kurz darüber nach, sich einfach zwei DC-8 aus dem Regal zu nehmen und diese übereinander zu legen. Und damit dann ein Flugzeug mit einer Kapazität von ungefähr 550 Sitzen zu produzieren. Ein Doppeldecker, so wie wir das heute als A380 kennen. Aber das, was man da damals als Idee hatte, das ähnelte dann tatsächlich auch den ersten Entwürfen, die Boeing für die 747 hatte. Bei Douglas ist dann zu dieser Zeit aber nichts aus der Idee geworden, vor allem aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln, um ein solches Projekt umzusetzen. Aber gut, der ab 1967 dann am Markt als McDonnell Douglas vertretene Flugzeughersteller, was dem Ganzen wieder ein bisschen Kohle brachte, hatte sich jetzt also die Aufgabe gemacht, ein Flugzeug in der Größenordnung zwischen Boeing 707 und Boeing 747 zu bauen. Mit dieser Idee oder mit diesem Konzept von einem dreistrahligen Flugzeug konnte man bereits 1968 American Airlines überzeugen. Obwohl man da auch schon dazu sagen muss, dass das dritte Triebwerk für das Vorhaben von American Airlines zu dieser Zeit für dieses Flugzeug eigentlich schon überflüssig war. American Airlines wollte neben einer großen 747-Flotte auch eine Flotte von dieser Maschine halt aufbauen, um damit vor allem US-Inlandsflüge durchführen zu können. Dafür war die 747 dann doch einfach ein bisschen groß. Alles andere mit Strahltriebwerken war aber entweder zu diesem Zeitpunkt schon wieder etwas alt oder aber zu klein. Und deswegen passte das vom Konzept her schon mal ganz gut. Das dritte Triebwerk hätte man aber einfach
für ein Inlandsflugzeug in den USA nicht benötigt. McDonnell Douglas wollte dieses dritte Triebwerk aber haben, weil es sehr viele Leistungsreserven ermöglichte und somit dann auch recht schnell eine langstreckentaugliche Version des Flugzeuges möglich machte. American Airlines bestellte letztendlich 25 Stück, 25 Maschinen vom Typ DC-10-10. Ja, und die eben angedeutete Langstreckenversion, die wurde dann 1969, also schon noch ein gutes Stück vor dem Erstflug der eigentlichen DC-10, auch noch veröffentlicht bzw. als Konzept vorgestellt und konnte dann weitere Fluggesellschaften überzeugen. Und das klingt doch bis dahin schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt muss man eigentlich nur noch schneller sein als der Konkurrent aus dem eigenen Land mit dem Namen Lockheed, der jetzt auch ein dreistrahliges Großraumpassagierflugzeug an den Start brachte. Das war die TriStar. Aber das mit dem Schnellersein funktionierte ganz gut, nicht zuletzt auch durch das immer und immer wieder durch den Triebwerkshersteller Rolls-Royce ausgebremste TriStar-Projekt. Bei der DC-10 hingegen griff man auf eigentlich schon fertig entwickelte Militärtriebwerke zurück, die man jetzt als zivile Version nutzen konnte. Und das waren die CF6-Triebwerke von General Electric, zu der Zeit als ziviles Triebwerk noch nicht da gewesen, ein sehr neues und modernes Triebwerk, aber eben doch schon mal etwas durchdachter als der komplett neue Vorschlag, den Lockheed damit Rolls-Royce versuchte. Das CF6-Triebwerk von General Electric fand man kurz danach auch noch unter der Boeing 747, der 767, dem Airbus A300 und dem A310. Die erste Variante des neuen Flugzeuges, die McDonnell Douglas DC-10-10, so wie sie von American Airlines bestellt wurde, ging dann im August 1970 das erste Mal in die Luft. Und damit gut 2,5 Monate vor der Lockheed TriStar. Diese 2,5 Monate oder etwas später dann auch die gut 8 Monate Verspätung der Lockheed TriStar gegenüber der McDonnell Douglas DC-10 bei Indienststellung bei den jeweiligen Fluggesellschaften, es macht jetzt ja nicht den riesengroßen Unterschied. Da gab es noch ganz andere Gründe, zum Beispiel den Preis. Also ganz einfach die Anschaffungskosten des Flugzeuges, denn die McDonnell Douglas DC-10 war im Vergleich zur Lockheed TriStar nicht mit so viel coolem Militärequipment ausgestattet. Und ganz einfach waren auch die Entwicklungskosten der TriStar deutlich höher als die des Konkurrenzproduktes, was unterm Strich eben dafür sorgte, dass die TriStar ganz einfach auch teurer war. Und das, obwohl sie später verfügbar war. Dazu hatte McDonnell Douglas, das kann man schon so sagen, den Markt ganz einfach etwas besser im Auge und hat die Leistungsreserven, die man sich mit diesen drei Triebwerken, die man ja unbedingt für das Flugzeug haben wollte, ermöglicht hatte, die hat man ganz einfach schneller in höhere maximale Abfluggewichte und damit unterm Strich ganz einfach auch schneller in höhere maximale Reichweiten umgewandelt. Und so hat man eben aus der McDonnell Douglas DC-10 schneller ein Langstreckenflugzeug gemacht, als Lockheed das mit der TriStar schaffte. Aber nochmal ganz kurz zurück zur ersten Version. Die DC-10-10, so wie sie dann bei American Airlines, dem Erstkunden, ab August 1971 für die Passagiere verfügbar war, war 55 Meter lang und hatte eine Kabinenbreite. Also das, was man in der Kabine an Breite hat. Nicht an Rumpfbreite, sondern halt in der Kabine. Ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall war das Ding ziemlich breit mit 5,70 Meter. Damit war man ähnlich breit wie die Lockheed TriStar und das ermöglichte dann eben ziemlich abgefahrene Bestuhlung wie eben eine 252-Konfiguration, was man bis 2013, glaube ich, noch bei Biman Bangladesch sehen konnte in der DC-10. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Was noch viel interessanter ist, damit war die McDonnell Douglas DC-10 in der Kabine nur etwa 15 cm schmaler als eine heutige Boeing 777. Und gleichzeitig war sie gut 10 cm breiter als ein heutiger Airbus A350, der ja auch noch den schönen Beinamen Extra Wide Body trägt. Maximal hatten alle Versionen der McDonnell Douglas DC-10 Platz für offiziell 399 Sitzplätze. FAA Limit waren aber 380 Sitzplätze und damit 20 Sitzplätze weniger als bei der Lockheed TriStar. Da passten eben 400 Menschen rein. Die McDonnell Douglas DC-10 konnte in ihren ersten Versionen aber tatsächlich mit voller Beladung nur gut 4300 Kilometer weit fliegen. Mit Standardbestuhlung bei den meisten Fluggesellschaften, also rund um 270 Sitzplätze in der DC-10 und einer ganz normalen Beladung, konnte man sich dann langsam aber sicher auch mal so in Richtung 6000 Kilometer Reichweite hochschrauben. Aber mehr war bei einem Verbrauch unter besten Bedingungen von etwa 5 Liter pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometer mit diesem Ding einfach nicht drin. Und man sieht, das, was American Airlines von diesem Flugzeug wollte, das ging damit auch, aber mehr dann halt eben auch nicht.
Jetzt gab es aber, wie eben bereits erwähnt, einen ganz großen Vorteil bei McDonnell Douglas. Und zwar, sie haben schnell angekündigt, schnell verkauft und dann aber auch sehr schnell entwickelt. Und so dauerte es tatsächlich nur noch gut ein Jahr, bis Ende 1972. Da brachten sie dann mit der DC-1020, die dann bei der Auslieferung zur DC-1040 wurde, und mit der DC-1030, damit brachten sie die beiden Langstreckenversionen der DC-10 auf den Markt. Beide Langstreckenvarianten des Flugzeugtypen lassen sich am besten durch das neu hinzugekommene zentrale Hauptfahrwerk von der Ursprungsversion der DC-10 unterscheiden. Das braucht man jetzt nämlich, denn die Flugzeuge durften deutlich schwerer sein beim Start. Das maximale Abfluggewicht hatte man jetzt mal ebenso von 195 Tonnen auf ganze 250 Tonnen angehoben. Das ist ein ziemlich großer Unterschied, aber die drei Triebwerke konnten das. Und damit durften jetzt auch statt gut 80.000 Liter Kerosin fast 140.000 Liter Kerosin getankt werden, was ebenfalls ein ziemlich großer Unterschied ist und was dafür sorgte, dass eine vollbeladene DC-1030 bereits knapp 7.500 Kilometer weit fliegen konnte und mit Standardbestuhlung, also wieder mit diesen etwa 270 Sitzplätzen an Bord, konnte man dann tatsächlich etwas mehr als 9.500 Kilometer weit fliegen. Und das machte aus der DC-10 definitiv ein Langstreckenflugzeug, ein flexibel einsetzbares und vielseitig brauchbares Flugzeug. Jetzt muss man aber auch, wenn man über die McDonnell Douglas DC-10 redet, dazu sagen, dass an diesem Flugzeugtypen nicht alles von Anfang an wirklich gut war. Genauso wie die Boeing 737 MAX wurde jetzt nämlich die DC-10 mehr oder weniger im aktiven Passagierbetrieb fertig entwickelt, was auch dort tatsächlich einige hundert Menschenleben kostete. Eine damals untypischerweise nach außen öffnende Frachttür mit einem komplexen und fehleranfälligen Schließmechanismus sorgte bei der DC-10 für einige Zwischenfälle, für verdammt viel Kopfschmerzen und für zwei massive explosive Druckabfälle, die dann wiederum in einer Bruchlandung, bei der glücklicherweise niemand ums Leben gekommen ist, endeten, und in einem Absturz, der mal ebenso mit 346 Todesopfern einer der katastrophalsten Abstürze in der gesamten zivilen Luftfahrt ist. Da kann man jetzt sagen, was man will. Wir haben auch schon mal in einem anderen Video im Vergleich mit der 737 MAX sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Wenn ich dran gedacht habe, dann habe ich euch das Video natürlich in die Infokarte gepackt. Auf jeden Fall gab es eine ganze Menge Designfehler oder einfach noch nicht ausgereifte Designs an diesem Flugzeug. Dazu gab es aber auch eine ganze Menge Pech und einige Pilotenfehler und ab und zu auch mal alles in Kombination. Das sorgt unterm Strich dafür, dass die DC-10 gerade in den ersten Jahren einen wirklich miserablen Ruf hatte. Und trotzdem, von den beiden großen Dreistrahlern dieser Zeit war die McDonnell Douglas DC-10 für viele Fluggesellschaften ganz klar das bessere Flugzeug. Ein wirkliches Arbeitstier mit ordentlich Platz und verdammt viel Leistung. In Anführungszeichen altmodische Dinge, wie diese drei Triebwerke oder auch drei Leute im Cockpit, sorgten dann dafür, dass die McDonnell Douglas DC-10 genauso wie die TriStar relativ schnell alterte. Wir wissen alle, was dann kam. Es kam eine überarbeitete Version namens McDonnell Douglas MD-11, aber die konnte aufgrund ihrer grundsätzlichen Konzeption als dreistrahliges Flugzeug dann auch nicht mehr wirklich viel reißen. Insgesamt baute man bei McDonnell Douglas von der DC-10 in ihren zivilen Varianten, also als wirkliche Passagierflugzeuge, als Verkehrsflugzeuge, fast 400 Exemplare. Das ist schon mal deutlich mehr als Lockheed mit der TriStar geschafft hat, da waren es gut 250 Exemplare. Und die DC-10 als leistungsfähiges Flugzeug fliegt auch noch als Tanker bei den Vereinigten Staaten oder auch in den Niederlanden. Für Passagiere gibt es heute keine einzige DC-10 mehr, nirgendwo auf der Welt. Allerdings gibt es noch eine Handvoll Frachter oder ein paar mehr Frachter, und zwar bei FedEx in den Vereinigten Staaten. Die meisten davon fliegen allerdings mittlerweile nicht mehr als DC-10, sondern als sogenannte MD-10. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, könnte euch aber hier und da immer mal wieder über den Weg laufen. Bedeutet ganz einfach, dass man die DC-10 als an sich altes Flugzeug mit einer ganzen Menge Technik aus dem Nachfolger ausgestattet hat. Darunter auch das Zwei-Mann-Cockpit aus der MD-11. Und so haben wir knapp 50 Jahre nach dem Erstflug der ersten DC-10 doch noch irgendwo so ein bisschen was von diesem sehr besonderen Dreistrahler. Und über den Nachfolger, die McDonnell Douglas MD-11, reden wir dann am besten beim nächsten Mal. In diesem Sinne soll es das Folge gewesen sein. Damit haben wir schon mal die beiden großen Dreistrahler der 1970er Jahre abgehakt. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare, eure Erfahrungen mit dem Flugzeug, eure Geschichten zu dem Flugzeug. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Schönen Tag euch noch und tschüss.